Eichwalde gehört zum Landkreis Dahme-Spreewald. Aber nicht ganz. Eine Straße teilt die Gemeinde. Ein kleiner Teil gehört zu Berlin. Eines haben beide Teile gemeinsam, die Nähe zum Flughafen. Mit dem Bau des neuen BBI-Hauptstadtflughafens rückt die neue Start- und Landebahn 350 Meter näher. Somit werden die Einwohner vom Fluglärm betroffen. Zwar nicht so extrem, weil die Einflugschneise immer noch weit weg ist, aber trotzdem so nah, dass das Schallschutzprogramm der Flughäfen greift. Nachdem 2008 die umfangreichen Bestandsaufnahmen gestartet wurden, konnte jetzt das erste Ergebnis des BBI-Schallschutzprogramms vorgestellt werden. Es handelt sich um die erste Maßnahme für die öffentlichen Einrichtungen. Die Kostenerstattungsvereinbarung für den Schallschutz für die Kindertagesstätte in der Stubenraufstraße wurden von den Berliner Flughäfen mit 150.000 Euro bezuschusst. Die Unterschriften besiegeln das Abkommen. Damit wird der Einbau von Schallschutzfenstern, Lüftungseinrichtungen sowie anteilig die Dachsanierung der Einrichtung finanziert. Ja, das ist in der Tat die erste öffentliche Einrichtung, wo wir Schallschutzmaßnahmen machen konnten. 20 Fenster, Schallschutz, also Lüfter haben wir eingebaut, Volumen rund 150.000 Euro. Und ich bin froh, dass wir jetzt den Auftakt geschafft haben. Wir haben ja im gesamten Einzugsgebiet des Flughafens rund 50 Einrichtungen. Und insofern ist gut, dass jetzt der Startschuss gegeben wurde. Im Rahmen der strengen Vorgaben des Planfeststellungsbeschlusses wurden die Arbeiten erledigt. Insgesamt geben die Flughäfen hierfür 100 Millionen Euro aus. Wir haben schon für 10.000 Wohneinheiten Anträge auf Schallschutzmaßnahmen bekommen. Wir hoffen, dass noch weitere eingehen. Im Einzugsgebiet sind ca. 25.000 Wohneinheiten mit Schallschutzmaßnahmen auszustatten. Die Einwohner können zunächst ganz formlos einen Antrag stellen, schicken uns einfach ein Blatt oder aus unserer Broschüre einen formlosen Antrag, wo drauf steht, hiermit beantrage ich Schallschutzmaßnahmen. Und dann läuft bei uns das Prozedere an. Das heißt, wir schreiben jeden Eigentümer an, schicken eben den formellen Antrag, das ist ein Antragsformular, wo wir noch ein paar ergänzende Unterlagen mit abfordern. Wenn wir diese Unterlagen vollständig bei uns haben, beauftragen wir ein Ingenieurbüro, das wird in jedes Wohngebäude reingehen, den baulichen Bestand dort aufnehmen und darauf basierend dann die erforderlichen Maßnahmen zum Schallschutz ermitteln. Vorrangig werden Kitas, Schulen und Pflegeheime bedient. Sie sind besonders schützenswert. Der Schallschutz für Privathaushalte startet auch ab sofort. Ein Schallschutzexperte erklärt die Wirkungsweise. Wenn man es öffnet, werden Sie feststellen, ist es praktisch für die Nutzer im Schlafraum nicht möglich. Auch ein gekipptes Fenster, was man immer meint, würde auch schon helfen, ist von der Schalldämmung praktisch vernachlässigbar. Und so haben wir eine Schalldämmung im geschlossenen Fenster, die einem Faktor 3-4 im normalen Fenster entspricht. Alle Anwohner der Schutzgebiete haben als Eigentümer eines Wohngebäudes bzw. Grundstückes Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen. Neben diesen Maßnahmen sind Entschädigungen für die stärkere Lärmbelastung von Außenwohnbereichen wie Terrassen und Balkone möglich. Zwar wird die Lärmbelästigung in Eichwalde steigen, trotzdem erkennt man, dass im Ort eine stetige Entwicklung ist. Es wird viel gebaut und wenn der Flughafen erst einmal fertig ist, wird Eichwalde durch die Flughafennähe zu einem begehrten Wohnsitz mit Schallschutz für die vielen neuen Beschäftigten sein. Also in der Abwicklung dieses Projekts haben wir, wie ich schon gesagt habe, sehr gute Erfahrungen, weil wir diese Abstimmungen ständig hatten, nicht sozusagen nacharbeiten mussten, sondern alle Schritte praktisch gemeinsam gegangen sind. Die Bilanz des Bürgermeisters ist positiv. Viele Befürchtungen, dass also der Flughafen nur seine Gutachter einsetzt und man keine Möglichkeit hat, das entsprechend zu überprüfen, das ist hier also auf jeden Fall nicht so gewesen. Eile für die Antragstellung ist nicht geboten. Das Zeitfenster ist groß bemessen. Also die Bürger können bis 5 Jahre nach in Betriebnahme des Flughafens einen Antrag stellen. Wir gehen voraussichtlich 2011 in Betrieb, also nicht nur voraussichtlich, sondern ganz sicher. Das heißt, bis 2016 können die Anträge gestellt werden. Auskünfte gibt es in der Airport World BBI in Schönefeld.
Anwohner können sich täglich von 10 bis 18 Uhr sowohl telefonisch unter 030 60 91 20 70 als auch vor Ort zum Schallschutzprogramm beraten lassen.